Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Wo steht hier? Ach, da unten steht meine Armee. Ja, genau, da war ja was. Wir wollen ja hier langsam aber sicher mal zu der Hauptstadt rüberkommen. Und Skandinavien dürfte ruhig mal die Leute hier kaputt machen. Und ist mir gar nicht aufgefallen, wirklich nicht. Aus der einstündigen Holland wurde jetzt komplett die Niederlande. Interessant. Und 55.000 Mann waren da gerade mal ganz kurz zu sehen. So, wo gehen die hin? Die gehen jetzt wahrscheinlich da rüber. Ja, die gehen da drüben rein, machen die tot. Machet sie kaputt! Ja. Ohne große Verluste. Wahnsinn. Komplett vernichtet. Autsch. Ah, das tut schon weh. Das geben wir wieder ab an Ferrara. Weil es geht. So. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die das da raufziehen wollen. Ist so eine Frage. Ah. Wohl an. Zu folgenden Litauen tritt Goldingen an Skandinavien ab. Mecklenburg verzichtet. Zahlen Geld. Bla 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 bla. Okay. Wohl an. Ich krieg nichts. Es ist schade. Spiel, du ruckelst mir ein bisschen arg viel rum. Muss mir nicht so ganz gefallen. Kann jetzt sein, dass irgendwo ein Großkrieg ist, kann allerdings auch einen anderen Grund haben. Großkrieg gibt's keinen. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wer hat hier eigentlich so viele Piraten? Von wo kommt ihr her? Seid ihr die britische Flotte, ist jetzt die Frage. Tja, steht halt nichts da, ne? Ah, schade, da war... Ah, wenn sie mal einzeln sind. Burgund. Ah ja. Das Flottendenken leidet. Pilzen können wir nicht mehr. Wir haben keinen Eroberungskriegsgrund mehr gegen Österreich. Ah, ja, da war ja was, da war ja was. Lass mal nach unten gucken. Ah. Je länger ich warte, desto schwieriger mache ich es mir. Natürlich. Mit ihr irgendjemanden den Krieg zu erklären. Mach mal Pause. Ravensburg. Und sie sind noch nicht mal in der Dings gegen uns. Das ist doch schön. Spanien, Burgund, Dada. Scheiße. Mist, wollte ich natürlich sagen. Ich habe keinen Anspruch in Indien. Auch Württemberg senden. War klar. In 2 Jahren. Ich wollte gerade sagen, guck lieber gleich Bündnisangebot von Portugal. Ich meine, warum nicht? Könnten wir ja mal annehmen. Können wir definitiv annehmen. Ansonsten sieht's mau aus. Da kann ich, brauche ich gar nicht mehr dran denken, irgendwelche Beziehungen zu verbessern. Na gut, okay, Hesse wird dann halt eben so gesehen die letzte Chance sein, einen Krieg ohne alle irgendwie noch mit reinzuholen. Deswegen lasse ich es gerade mal rennen. Sollte vielleicht solche Sachen machen, ne? Ja, Mailand, weil wir da halt jetzt gerade
bekehren die Leute. Dann sparen wir, sammeln wir auch ein bisschen Geld. Können wir irgendwas bauen, was Lustiges. Hier mal gelegentlich halt. Moment. Wer ist jetzt hier wie wo im Krieg gegen die Ottomanen? So, gib mal die Ottomanen her. Die sind mit Österreich, Aachen, Braunschweig, Ravensburg, Ostfriesland und Sachsen im Krieg. Wem haben die denn den Krieg erklärt? Hierhin. Das ist ja jetzt etwas, was nicht schlecht ist. Auf sowas habe ich ja eigentlich gewartet. Die Ottomanen haben den Österreichern den Krieg erklärt. Gegen Krain. Da unten. Mach lieber mal wieder normal, weil ablehnen. Ja, die dürfen. Wobei sie kommen eigentlich da hinten rum, sehe ich gerade. Da oben sind sie, ja. Ihr geht mal nach Tirol, bitte. Ich will so ein bisschen Spitzel haben. Das wird mir nicht viel nutzen. Geht mal nach Salzburg. Im eigentlichen Sinne könnten wir das auch anders handeln. Ich habe ja noch ein bisschen Reserve. 9000 Mann ungefähr. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir da einfach mal ein paar. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm, wenn ich die 9000 Männchen da verliere. 1000 Mann hätten jetzt auch gelangt, aber... Ich halt. Das weit sehe ich da nicht, ne? Ich hätte das Militärbündnis da angehen sollen, beziehungsweise Durchgangsrechte. Das macht die Sache nämlich jetzt gerade sehr einfach. Macht es nicht, wenn die Österreicher die hier niedermähen, ne? Dann sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Wann ist das da hier mit Hesse vorbei? Frankfurt. Und zwar August. Ich würde gerne was sehen. Das wird uns zurückgeholt. Jetzt nicht mehr, weil da irgendwo Belagerung ist. Da ist eine Belagerung im Gange. Da ziehen sich allerdings schon welche zurück. Dann lassen wir das mal so. Die Armee. Gib mir mal die Österreicher. Österreich hat noch 50.000 Mann. Die Ottomanen. Achso, Q ist das nicht O. Sag mal. Hier oben. Ja, okay. Die Ottomanen. Ich hab's verstanden. diplomatischen Unterhalt oder 50 diplomatische Macht? Wir nehmen 50 diplomatische Macht natürlich. Diplomatische Kosten 10% senken. Das ist in Ordnung und Truppenverschleiß um 10% sinken. Und das Ding fertig machen oder... Da gibt es kein Oder. Da gibt es kein Oder. So, 5 Jahre hätten wir da noch. Das ist schön. Ja, ich wollte die Ottomanen nachgucken. Was haben die denn an Soldaten? Die müssen ja schon einiges haben. Oh je. Guckt euch mal die Rekrutenreserve an. Dagegen stink ich ja selbst ab. Ja, fast. Wer hat jetzt eigentlich das meiste Militär? Truppenlimit. Zeig es mir. Ich will es sehen. 288 darf ich haben. Echt jetzt? Wahnsinn. Das ist ja abartig. Okay, wir machen das jetzt gerade mal ganz einfach. So, wir lassen die 3000 Bändigen, die lassen wir einfach mal da. Das ist so just for fun Trüppchen, ne? Machen einmal hier. Werden die auf so viele Dinge da gemacht? Echt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das langt. Ja, komm. Wir machen einen Trupp nach dem anderen.
Oh, die Österreicher, da haben sie ein bisschen was auf die Nase gekriegt. Ja, dann werden wir jetzt das Militär ein bisschen raufzwirbeln. Dieses Mal allerdings etwas geschickter bauen. Und zwar hier das nächste Mal. Gefällt mir. Oh, ich habe die falsch. Ah, ich wollte gerade sagen. Da werden einfach noch welche gemacht. Das waren jetzt erstmal nur die Soldaten. Jetzt die Reiter. Und dann fehlen nur noch die Kanönchen. Genua verließ das. Köln verließ das. Die gehen alle raus? Ja. Das ist schön. Das ist wirklich, 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 wirklich schön. Was macht ein Burgund da drin? Naja, warum auch nicht? Die Hanse ist rausgegangen. Okay, so, Sachsen, würdest du auch mal da rausgehen? Das wäre richtig schön. Na gut, die Hessen. Hesse geht ja auch noch, ne? Mal zusammen hier. Dann haben wir hier nochmal einen Trupp für... stellen wir einfach mal dahin. Ihr bekommt übrigens mal keinen Anführer. Ihr bekommt mal keinen Anführer. Da werden wir irgendeinen, den da oben noch geben. Hierhin würde ich... hierhin, den da. Ja gut, bei den ganzen Durchgängen hier. Oh, da sind sie, die Ottomanen. Wer steht denn da bei mir noch mit dabei? Aachen. So was aber auch. Okay. Mainz. So, die sind natürlich noch in der Koalition gegen mich. Also, ihr Plan ist auf alle Fälle Sachsen zu nehmen, dass wir nach da oben rein zu dann auch ein bisschen was haben. Auf der anderen Seite. Österreich wäre auch ein sehr leckerer Gegner. Ich denke mal, Österreich wird sich bücken dürfen, sobald wir hiermit fertig sind. Ich hoffe, die Ottomanen nehmen den auch so ein bisschen was ab und lassen mich allerdings in Ruhe. Das könnte vielleicht schwierig werden. So, die Briten. Sind wir nicht da schon irgendwie am Hitcap und ich habe den einfach nur noch nicht... Ja, ich kann den eigentlich mal da drüben lassen. Der kann mal da drüben bleiben. So. Okay, jetzt kriegen die Ottomanen ein bisschen was auf den Deckel. Das tat weh. Deswegen, das ist halt, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich noch so ein bisschen dagegen entschieden habe, gegen das gesamte Heilige Römische Reich zu kämpfen. Ja, die können halt aus der Schnelle hier mit allen möglichen Leuten doch einen Haufen Leute rauspumpen und dann geht's mir dreckig. Klar, die Ottomanen sind jetzt nicht die stärksten. Und trotz alledem sind wir verwestlicht. Das ist, ich meine, so schwachsinnig, ja. Das tut schon echt weh. Sebastian, le Presidente de Belushi de Bobadou. So, ja. Mein Französisch ist echt wirklich super. Habe ich nie gelernt. Sebastian. War ein französischer Festungsingenieur, der die Kunst der Belagerungsmaschinen und Verteidigungsstandorte revolutionierte. Er nahm an allen französischen Kriegen unter der Herrschaft Ludwig des 14. von 1643 bis 1715 teil und lief oft die Frontlinien ab, um unzählige Festungen neu zu entwerfen und zu verbessern. Sein Entwurf der Festung Landau in Bayern wird manchmal als sein wichtigstes Werk bezeichnet. Hey, hört mal auf zu kämpfen, ich muss die Festung angucken. Will die kopieren und dann Frankreich und so, ne? Achso, ja, gut, mach. Wenn du fertig bist, gibst du Bescheid, dass wir weiter Krieg führen können. Klärchen. Hervorragend. 50 Militärtechnologie, ein bisschen Prestige. Yay. Dürft ihr euch selber durchlesen.
General macht sie zum General. Macht sie zum General. Die Opernsängerin. Eine Opernsängerin zu einem General, das hört sich irgendwie interessant an. Julie lernte schon ab den jungen Jahren tanzen, lesen, malen und fechten. Zusammen mit Sinaris, einem Assistenz des Fechtmeisters, floh sie nach Mercy, wo sie durch Fechtvorführungen und Gesangsausdarbietungen in Schränken. Ach, macht sie zum General! Mann, und hör auf zu lesen, Alter. Ist ja Panne. So, was ist das für eine? Frauen beim Militär sollte es viel öfters geben. Oh yeah. Okay, fast vergessen. Ich muss das so machen, sorry. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ich muss mal unbedingt eine neue Tastatur holen. Die neue ist, oder die alte ist ein bisschen arg laut. Ich weiß, das höre ich in letzter Zeit auch. Aber so ein Idiot namens, namens Kabulator hat gemeint, er müsse seine alte Tastatur mit Kaffee begießen. Was natürlich nicht lustig war. Kriegerklan. War definitiv irgendwie uncool. Gut, kann ich aber auch recht wenig dafür. Da ist mir der Henkel der Kaffeetasse abgebrochen und so voll auf die Tastatur. Und ich so, nein, die war so teuer. Die alte war auch so teuer. Ich war... So, ich wollte gerade sagen, what? Ein Befehlshaber ist gestorben. Pass auf, die... Ich bin heilfroh, dass ich es nicht gesagt habe. Wirklich. Warum muss der Zweier sterben? So, du gehst jetzt da rein. Also Hauptziel ist auf alle Fälle mal Sachsen zu nehmen. Wer ist noch dabei? Aachen werden wir nehmen. Nassau werden wir nehmen. Österreich ist mit dazu gekommen. Sollen wir das jetzt irgendwie Schiss machen? Ist jetzt die Frage. Ah, da unten ist das Ding verschwunden. Das hat Burgund bekommen. Wir nehmen Missionarsstärke. Wir dürfen die Spanier dazu holen. Ruf zu den Waffen. Die hier unten. Die machen wir mal so, dann können die sich hier gegenseitig den Arsch vergolden im Falle eines Falles. So, jetzt lass mich hier gerade nochmal nachgucken. Also Aachen, also Frankfurt wird auf alle Fälle mal gleich genommen. Aachen, beziehungsweise Nassau werden wir uns nehmen. Aachen könnte ich mir direkt nehmen. Ich weiß nicht, warum Österreich damit dazu gekommen ist. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen und immer wieder mal gucken, wer noch dabei ist. Hat Österreich denn überhaupt noch Soldaten? Ich meine, jetzt ist eh die Zeit schon verschissen, also von daher kann ich das immer so machen. Mach nach Landnamen. Österreich, so viele haben sie gar nicht mehr. Einen Soldatenzahl haben sie auch noch kaum noch. Das ist ja lustig. Das sollte mir aber passen, ne? Definitiv. Die 3000 verpissen sich. Dafür gehen die nach Landshut. Sehr schön. Das ist, was ich ja wollte. Wir schicken hier die rein, weil wir sind eh in der Überzahl. Also von daher ist es okay. Ihr geht nach Nassau. Die sind nach Landshut auf dem Wege. Also im Falle eines Falles schicken wir sie sicherheitsweise rein. Bam. Ich liebe so große Schlachten. Einfach weil sie so groß sind. Nach Landshut.
mit den 3000 können wir blockieren. Ich denke, das ist nicht schlecht. Wenn ich die verliere, das ist... Mein Gott. Passt. Jut. Die sind auf dem Rückzug. Die sind auf dem Rückzug. Das ist halt jetzt alles so ein bisschen gefährlich. Ich würde sagen, wir holen die doch mal etwas mehr nach oben. Nee, das gefällt mir schon mal nicht. Die sind jetzt dahin auf dem Weg. Ihr geht nach. Ihr seid dahin. Ihr geht nach dahin und ihr geht nach dahin. Okay, dann haben wir das. Dann sind sie einigermaßen nah genug. Wenn der Vatikan dann nicht scheiße baut, sollte das alles passen. die Hauptstadt, wir nehmen Kassel. Schön. So, das können wir zwar nicht nehmen, aber das ist nicht schlimm. Nein. Zurück. Wir schauen mal. Also gut. Können wir hier eine Belagerung ja, super. Da rein machen wir die platt. So, haben wir's? Irgendwo eine Belagerung durch die Hauptstadt. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir Thüringen. Wobei ich ja am Überlegen bin. Vielleicht nach da oben zu gehen mit meinen 26.000 Mann. Respektive auf alle Fälle mal... hier hinten nach Mainz. Und dahin zu gehen. Und dahin zu gehen. Ihr geht nach... Wien wird schon genommen. Sehr schön. Dann geht dahin. Ja, das ist gerade echt ein Kuddelmuddel hoch 10. Das ärgert mich natürlich am allermeisten, dass ich gleich danach nochmal aufhören muss. Ich muss natürlich sicher gehen, dass alles okay ist. Denn ich hatte nämlich netten Besuch von einem Cousin. Beziehungsweise, was heißt Cousin? Family und so Zeug. Und der hat dann so gesagt, Mensch, Matthias, du hast auf deinem Rechner ja noch... Nein, du hattest ja auf deinem Rechner noch nicht mal Windows 10. Und ich so, ja, ich hab's auch noch nicht vor... Moment, was heißt, ich hatte noch nicht... Wegen allem möglichen Scheiß heißt es, bitte geben Sie hier Passwort ein. Aber beim Computer Windows 10 drauf zu machen und so. Naja, es hat funktioniert, ja. Hätte mal meine Firewall runterschmeißen müssen, aber okay. Irgendwie krass, oder? Irgendwie nicht, nein. Die 3000 gehen einfach mal dahin. Es sind einfach nur so ein... Jetzt kann es auch weggehen. Tschüss. Ja, und die 3000 weg. Okay, hier geht man nach Nassau. Hier hin. Würde ja gerne weiter palabern, aber nein, keine Chance. Hier runter nach Linz. Oh mein Gott, die Ottomanen werden sich so aufregen. Wo gehen die denn hin? Wo gehen die denn hin? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Geh mal nach Kassel. Bleib mal da. Oder gehen wir nach Thüringen? Gehen wir da runter? Gehen wir da rein? So. Ja, mitmachen hier. Man kann ja nichts zurückholen. Das ist das Gute daran. Wir haben sie immer noch nicht kaputt gemacht. Na ja, gut, okay. Dreier-General, Zweier-General gegen Dreier-General. Nein, 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 der Air wurde Krieg erklärt. Love is in the air. geht man in die Ostmark. Ach du Scheiße, was kann ich denn hier alles fordern? Ja, jetzt seid ihr unten natürlich so ein bisschen arm dran. Dann geht ihr mal dahin. Das gefällt... Ach, Österreich hat keine Armee mehr. Österreichs Armee wurde komplett aufgeraucht. Ach du Scheibe.
Honig. Werdet ihr mal fertig? Ich will da oben rein. In die Niederlausitz. Soll es schön sein um die Jahreszeit. Das heißt, wir gehen mal nach Budweis. Warum heißt das eigentlich Budweis? Es ist irgendwas so kann ja eigentlich gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Nicht um die Zeit. Das hat ja jetzt nichts mit dem Bier zu tun, oder? Bitte mal ein Bud. Bitte. Nein, das wäre ja ein Bitte. Das Budweis. Bud Light. Wie heißt denn das? Gehört auch so zu den Bieren, die ich irgendwann mal trinken möchte. Mal gucken, wie nett die sind. Den Diplomaten lassen wir mal dort. Wir haben eine weitere Provinz. Das heißt, wir können nach dahin gehen. Und die hier sollten sich vielleicht mal ein bisschen... Brauchen sich nicht mehr beeilen. Wir erhalten die Anlass. Ja, das ist jetzt wieder mal was Schönes Positives. Der nationale Steuermodifikator geht runter für 20 Jahre. Um 15. Also, das ist ja wohl total bescheuert. Jetzt verliere ich halt eine Stabilität. Das ist mindestens genauso schade. Und verliere 20 Papsteinfluss. Das ist. Ja, aber das ist es mir nicht wert. Ablehnen. Welche Technologie kann ich nehmen? Diplomatie. Nee, administrativ, aber ich bin da eh drüber. Ich muss aufpassen, was die Punkte angeht, sehe ich schon wieder. So, mit denen sind wir ja auch im Krieg. Das ist eigentlich gar nicht so schön, wenn wir da die Strecke nach oben haben. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Ich kann danach, direkt danach, Krieg erklären. Und die haben keine Soldaten. Da ist zwar das halbe Römische Reich gegen mich, weil da gilt, glaube ich, nicht diese Klausel. Moment, du hast Frieden. Du darfst da nicht mitmachen. Nee. Nein. Nein, ihr Kack-Ottoman. Verpisst euch. Haut ab. Nee. Sie sind ja wohl total besoffen. Och, Kacke. Macht Frieden. Okay. Wir haben auf alle Fälle mit Nassau Frieden. Das ist schön. Ich klicke einfach zu früh. All euer Geld soll mir gehören. Wohlan. 103, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und den ganzen Rest, den machen wir, sobald wir das nächste Mal dran sind. Und jetzt hoffe ich nur, dass mit der Aufnahme alles in Ordnung ist. Wenn euch was auffällt, was ansonsten ein bisschen untypisch ist, gebt einfach mal Bescheid. Jupp. Ansonsten, ich hoffe einfach mal, dass alles in Ordnung ist. Probeaufnahme war in Ordnung und ja, jetzt schauen wir mal. Es muss ja alles in Ordnung sein. Ich meine, ich habe so viel erreicht. Also, ciao.